hast du dabei? Zielruhe, Saturn. 35 mm, 50 und 75. Ich habe ein Stativ. Haben wir wen vor der Kamera? Da. Marie. Cool. Wie fandest du es? Geil. Also wirklich, ich hab jetzt das erste Mal die Siri Saturn Linsen, die Anamorphic Linsen, überhaupt das ausprobiert. Mhm. Du hast ja schon ein paar Tage länger auch gehabt so. Ich habe den mit Mike schon ausprobiert. Genau. Ja. Für mich war es schon geil, weil ich habe Anamorph schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt. Ich habe sogar schon mal damals so ganz scheiße versucht, mir selber so eine anamorphe Linse zu basteln aus Pappe. Also ich habe eine Anleitung auf YouTube durchgeguckt, weil ne, ich wollte wissen, hä, wie kriegt man einen cinematischen Look hin? Ja, unser alter Trick war auch immer hier Balken einfach reinzupacken. Klar, natürlich Balken rein, aber ne, also trotzdem hatte ich mich irgendwie immer, das Thema anamorphe Linsen hat mich fasziniert und ich hatte mir damals dann ja auch von der Marke Moment, die sehr groß geworden ist, hatte ich mir einen Aufsatz für mein iPhone damals geholt noch. Und damit rumzuspielen hat schon sehr viel Spaß gemacht. Hast du da auch so Lensflares und so? Ja. Ja? Ja. Blue Streak Lensflare und dann gepaart mit der Filmic Pro App konnte man dann halt auch schon so ein bisschen spielen. Natürlich, es bleibt dabei, so gut das iPhone oder andere Smartphones inzwischen auch sind, das ist kein Vergleich zu heute gewesen. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn du halt dann schon mit der, wir haben ja mit der S5 2X und mit der S1H gedreht, ja. Dann die Siri Saturn sind Vollformat, also ne, wir haben L-Mount. Linsen, genau. Das sah schon deutlich geiler aus. Es wirkt direkt wie Kino irgendwie, so vom Feeling her. Ne? Ja, ist lustig. Also man guckt sich dann die Aufnahmen an und ist einfach nur begeistert. Also ich hatte schon lange nicht mehr so einen Spaß, oder? Mit den Panasonic-Objektiven natürlich auch, aber es ist jetzt nochmal, es ist einfach dieses breite Format, finde ich, weißt du? Und auch die Lensflares, die machen auch mega Bock. Lensflares machen Bock. Wir haben jetzt, was wir noch nicht getestet haben, waren Diopter. Das würde mich noch interessieren. Das hat gewisse Vor- und Nachteile. Also damit kannst du näher ran, ne? Du hast ja einen Fokus-Mindestabstand eigentlich von 0,9 Meter waren die bei den Linsen jetzt. Mit dem Diopter kommst du noch näher. Genau, also das habe ich wiederum aber auch nur bei Brandon Lee gesehen. Also ich habe mir dann einfach ein Video angeguckt, was gibt es denn da draußen eingeschaut. Vielleicht interessant, einfach nur so mehr Bouquet zu haben. Ja, alles cool, danke. Dankeschön, ja. Genau. Ja, stimmt, ne? Dann kannst du einfach noch ein bisschen mehr Unschärfe im Hintergrund haben. Aber ich fand, so hast du auch schon ganz gut Bouquet gehabt, ne? Also ja, jetzt bei unseren Aufnahmen. Klar, bei den 75 mm dann noch krasser so, ne? Ja, ist schon edel gewesen. Ja. Also das 35er, das war auch nett. Aber da bin ich so ein bisschen gespannt. Also da könnten wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit reinsetzen, weil das 35er, so weitwinklig das ja auch ist, also da würde ich schon gerne sehen, nochmal genauer so, wie curved ist es denn am Rand eigentlich. Ne? Gerade bei dem Tele wird es noch mehr auffallen. Mhm. 50er, 75er, also ja, ja. Alles Spaß aber gemacht. Ja, so. Muss man auch fairerweise sagen, so richtige
Also die kosten jetzt um den Dreh 1400 und gerade irgendwie 10% Rabatt liegen die so bei 1259. Pro Linse, ja, genau. Wir haben ja drei Linsen, ne, ausprobiert. Das ganze Set hat, glaube ich, 3999 gekostet, ist jetzt 3600 irgendwas, 3500. Genau, mit 10% Rabatt, ja. Genau. Und das, klar, ist viel Geld so, ne? Ja. Aber für anamorphe Linsen ist es eigentlich sehr, sehr günstig. Das hat ja auch den Vorteil, dass du die Linsen zum Beispiel auf die Gimbal packen kannst, weißt du? Das habe ich aber nicht ausprobiert. Wir haben einfach instant Spaß damit so, ne? Es ist schon ein bisschen was anderes beim Film, ne? Wenn du versuchst, auch so ein bisschen das Gegenlicht reinzubringen, ne? Dann wir waren ja die ganze Zeit, sind wir der Sonne hinterhergelaufen. Also aber das macht es ja auch musst, aus, ne? Also ja, genau, du versuchst die Lensflares nochmal so als zusätzliches ästhetisches Mittel irgendwie reinzubringen, genau, ne? Genau, also das fand ich auch sehr interessant. Das hat sehr viel Spaß gemacht, also bewusst das, was eine anamorphe Linse dann schlussendlich auch ausmacht, einfach auch dann zu suchen und auszuprobieren. Mhm. Dann, also das Perspektivenspiel ist dann einfach automatisch anders, wenn du einfach weißt, dass es entsprechend diese Kinolook hat, ne? Also einfach die Ratio halt hat. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Gimbal habe ich nicht ausprobiert. Also, aber das hättest du eigentlich mal machen sollen. Ja, ich hab Spaß gehabt, dich wiederum dabei zu filmen. Girl, I must. Wieder, also die Kombination, die wir heute hatten, S1H, schon ein super geiler Bildstabilisator drin, ja, muss stimmt, man einfach stimmt, immer wieder sagen. Stimmt. Genauso wie die S5 2X, die ist ja auch super geil. Kann man auch viel aus der Hand machen. So, und ne? Das, ich meine, das ist ja eh unser Stil. Ja. Und dafür jetzt eine anamorphe Linse zu haben, ohne großartige Adapter, ohne großartig irgendwie Schnickschnack, das ist schon etwas wert. Also finde ich schon. Ne? Also ich habe ja nur gemerkt bei den Aufnahmen, die ich mit Mike gemacht habe, wo wir hier Landungsbrücken, genau, und Haven City unterwegs waren, gerade beim Lensflare und wenn du gehst, da merkst du die Schritte dann halt schon. Ne? Ja, du hast beim Lensflare siehst du es nochmal stärker, fällt dir einfach stärker auf. Du hast eine Linie mitten im Bild, deswegen. Genau, halt, mit der Gimbal, da ist es noch ein bisschen gleichmäßiger und das ist dann ein bisschen smoother einfach. Ne? Deswegen habe ich diesmal die auch, ich wollte eh probieren, ob die Weeble damit klarkommt. Aber ist sie ja doch, oder? Ja, mega geil. Also unsere Juin Weeble hat das gut gehandelt und ja. Insgesamt gibt es von der Saturn-Serie drei verschiedene Brennweiten und da ich nicht alleine drei Brennweiten testen möchte, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Und zwar, wer meinen Kanal verfolgt, Ian Budiman. Deckel das noch drauf. Einmal mit Profis, würde ich mal sagen. Man muss jetzt bei anamorphen Objektiven ein bisschen anders denken, weil die in der Breite viel mehr aufnehmen. Mhm. Das heißt, äquivalent ist das 35 mm eher wie ein 22 mm Objektiv. Und ich glaube, das 50 mm war wie 35. Ja. Und ich glaube, das 75, ja, genau. Von der einfach weitwinkliger so, ne? Genau, ist viel, viel weitwinkliger als normales Objektiv. Das heißt, man muss da ein bisschen umdenken, falls man von normalen sphärischen Objektiven kommt. Heute geht es darum, dass wir einfach mal diese Spielsachen ausprobieren. Ja, Mann. Hast du Bock? Richtig geil, richtig, auf jeden Fall.
bread on this and hit dancing ripple won't turn. I'm gon' hit up 10 of them, show my friends and them some love. Call me Clippin' Fuck the Gov. This juice to fit like a glove. Face sense, I can't give a fuck. Shorty beat, I hit like a drug. She blinded, son, hit my slugs. Hit and run, I don't really get smoochy. How you wearing Gucci, but can't get Gucci, damn. I feel it, 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 up. I win and 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 I can't get stopped. You're looking blah, why not use control bra? Sun got me fried, I'm a shrimp and pool bra. Flicking on that bean, I make that kitty purr bra. What you do, they gon' hate for sure. Marie war auch super drauf, ey. Marie war richtig geil. Ey, super, Spaß, cooles Outfit auf jeden Fall. Super cooles Outfit. Na, die kennt ihr vielleicht noch von den Rollerskate-Videos. Begnadete Rollerskaterin. Ja, das, auch da haben wir auch schon ohne Rollschuhe. Da, haben wir, da hattest du ja auch diesen super epic Stopp mit der 200er gemacht. Erinnerst du dich noch, wo du um sie herumgefahren bist? Das Video lange, haben wir auch lange noch. Brennweite lange Brennweite auf jeden Fall. Ja, stimmt, ne? Das hat man damit auch ausprobiert irgendwie. Aber jetzt halt, wie gesagt, mit den Serien, so ins anamorphe Spiel reinzukommen, finde ich schon geil. Also ja, es gibt, ne? Also Schneider Kreuznach haben ebenfalls mit der ISCO-Serie auch nochmal ihre anamorphen rausgebracht. Die hatten wir nur so kurz, ey. Mit der konnten wir nicht richtig spielen. Genau, die hatten wir nur kurz und auch da ist es nochmal, ich glaube, ich würde schon sagen, ein deutlich qualitativer Unterschied, also kann zumindest ich, von der, ja, also weiß ich nicht. Ich hatte mir damals, habe ich mir schon tatsächlich auch, als die Ankündigung von der Serie kam, müssen wir mal einen Vergleich eigentlich machen. Und dann bei Indiegogo, weil ich habe auf die gewartet. Also ich wollte wissen, okay, anamorphe Linsen. Warum? Ich kann dir nicht sagen, warum ich so fasziniert davon bin. Aber ich hatte mir damals schon, als bei Indiegogo Serie die ersten anamorphen Linsen vorgestellt hatte, ich habe nicht überlegt, ob ich da backe oder nicht. Kein Geld, aber. Ich fand es interessant, wieso können die das im Vergleich zu allen anderen so unglaublich günstig anbieten? Das war meine Frage, die ich so hatte. Und was macht es dann irgendwie auch aus? Und durch ISCO und natürlich durch Piet und Schneider Kreuznach. Da müssen wir Piet mal fragen, wie genau Piet kennt sich da ganz genauso aus. Und wie immer in der Videografie und der Fotografie, das ist insgesamt ein teures Hobby, aber das zahlt, also das sieht man dann, glaube ich, auch irgendwann, je tiefer man halt reingeht. Ne? Also gerade durch Distortion zum Beispiel. Aber Vorteil von der Siri absolut jetzt gerade. Ja, wie fandest du vom Handling her? Ist eigentlich auch edel, ne? So mit dem, ist Carbon, halb Metall so. Ja. Die Fokusräder und so, fühlen sich gut an, ne? Fühlt sich gut an. Die haben halt auch Zahnriemen, kannst du halt auch Fokus-Systeme anlegen, ja. Ne? Ich muss sagen, ich fand ihn. Die Laufwege sind natürlich kleiner als bei Schneider Kreuznach jetzt zum Beispiel, ne? Klar, muss man sich auch daran gewöhnen, aber das, blöd gesagt, Schneider Kreuznach, so wie wir die großen Linsen benutzen, so benutzt sie auch kein anderer Mensch. Also, dass wir das manuell machen, das ist Quatsch. Aber deswegen, ich fand es in dem Fall jetzt angenehm, aber ich fand sie auch relativ schwer. Und das finde ich aber gut. Also das heißt, sie sind nicht sehr weich zu drehen, sondern du hast wirklich die Kontrolle darüber gehabt. Ja, ja. Also, ne, das bei manchen anderen Linsen, die wir auch so schon getestet haben oder ausprobiert haben, ist das Drehmomentum sehr leicht irgendwie und da kannst du dann halt auch schnell mal verschieben. Ich fand das in dem Fall, fand ich das angenehm, hatte einen angenehmen Widerstand, sag ich mal. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und wir haben eine Herausforderung, den Fokus mitzuziehen, die Schärfe mitzuziehen, so, ne? In the sick riddles, I reach levels while you imitate like Rich Little. This fish rebel switch planes while you push pedals, and I hunt the funk with Dunk Smith and Nick Middleton. One fourth the pot, unorthodox, yet I'm unknown like writers of unauthored books. And if I come cop or squat at your office spot, it's cause we plot to stop all you corporate crooks. Until we made sure the bullshit's over, full disclosure. Wolves wearing wool, never fool this soldier. Don't wait till the music's over, use your shoulders. Be a mongoose when you feud with cobras. No one, it seems, in this empire follows rules diabolical through their whole entire molecules. That's why we try to bring the funk to you hollow souls, cause humans will follow desires till they swallow whole. Kids know this shit. You gotta get involved. If you ain't got it to give, you need to get alone. Make people get involved. We come to break it home.
Hold your horses, close fold and forfeit. On the road you walk, we will load with corpses. Old, cold and morbid, the glowing with torches. No heat or foreign forces can scorch this fortress. Corpses, the aristocrat, fish packed with an intensive track list. In the midst of whack, this tactless cheers, diva like actresses in black dresses. The back messes lacks effort, but impacts the masses with a flash display. We prefer the classic way. Masters hit the smash and slay. Fantastically sarcastic, like Cassius Clay. Blast acid till the last of your ashes spray and fade away. Blowing in the wind, glowing with a grin, cause I'm knowing when to bend, showing still again. Every word woven with a pen, make it sound like Beethoven when it blends to the end. Let's go! Don't release yourself. Don't release yourself. You gotta get involved. If you ain't got it to give, you need to get alone. Get alone, get alone. Make people get involved. Get involved, get involved. We come to bring it home. Bring it home, bring it home. You gotta get involved. If you ain't got it to give, you need to get alone. Ja, ich war so fasziniert von diesem Lenzfest auf jeden Fall, dass ich dann auf dem Hafengeburtstag unterwegs war. Ja, aber dann, ja, ich hab einfach, oh, unser Essen ist da. Oh, danke schön. Einmal lang. Für mich. Wow. Vielen Dank, ja. Wow. Super gut. Lecker. Also wir sind hier im Kösufer in Altona. Tavukşiş. Tavukşiş. Ich weiß nicht, wie das auf Türkisch heißt. Das ist ein Lammrippchen. Oh, das sieht lecker aus. Ja, sieht gut aus, ne? Mega geil. Ja. Okay, wir müssen auch gleich aufhören. Also noch ein, zwei Sätze. Ich war dann total auf Hafengeburt, auf Lenzflair-Tipp, ja, ne? Und ich habe einfach immer versucht, diese Lenzflairs reinzukriegen. Ja. Wir hatten ja schon mal, Stefan Heiland hat uns mal diese Filter mitgebracht. Weißt du noch, von Schneider? Ja, super gut. Ja, ja. Streak-Filter quasi. Und da hast du die viel leichter überall, bei jedem, ja, Lichtquellen und so. Ne? Ja. Aber ich finde es ganz gut, wenn es kann ja auch zu viel sein. Es, ja, kann ja auch total vom Bild ablenken. Ne? Ich habe auch Aufnahmen gesehen, wo du einfach das ganze Bild voll Lenzflairs hast und dann stört es so. Ne? Ja. Also so ein Mittelmaß, das finde ich ganz gut. Und dann habe ich auch versucht, alle Lichtquellen zu testen und Laternen und so weiter. Und habe gemerkt, so, es muss halt kleine Lichtquelle sein, hartes Licht, direkt in die Kamera. Nicht diffus, ja, genau. Nicht von im Winkel, sondern direkt rein. Und dann hast du diesen Streak auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja, ach doch, das macht Spaß. Also, ey. Also, wir haben super viel Spaß gehabt, fand ich. Also, das hat Bock gemacht, will ich mal sagen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, mal gucken, also mal schauen, wie die Footage jetzt auch wirklich bearbeitet aussieht halt. Ja, ne? Ja, ja. Da bin ich total gespannt drauf. Und dann echt überlegen, so für welchen, ja, Einsatz Cine-Linsen. Ja. Also, ja, beim Essen filmen ist vielleicht jetzt nicht so filmisch. Ich komm ja auch nicht nah genug ran. Da ist zu viel, ja, Fokus, Mindestabstand. Ja. Aber, ey, lass uns einfach essen. Ja, okay. Lass uns einfach essen hier. danke an Sirui fürs Ausleihen. Ja. Testen lassen, ja. Genau. Wir hatten auch die Stative im Einsatz und so ein Monopod noch habe ich noch. Das hattest du heute nicht probiert, nee, aber das hatte ich bei Poco, habe ich das auch so probiert. Angenehm, oder? Ja, sehr angenehm. Is
Oft darüber gesprochen, ne? Also ja, wir werden noch so viel Anamorph drehen, wie wir können jetzt, so in der Zeit, in der wir sie noch haben. Wichtig auch nochmal ganz am Schluss, T 2.9, also ah, ja, ne? T-Stop 2.9. Das ist natürlich, wenn du jetzt wie wir beim Sonnenuntergang gefilmt hast, ideal. Wenn es dunkler wird, wird es schwieriger, so klar. Freeze-Faktor ist 1,6. Genau. Ne? Das hat geht auf jeden Fall schön in die Breite so. Genau. Bin gespannt, wie man das dann in Premiere alles zurecht squeezed und skaliert. Ne? Total gespannt. Ja, ja. Gespannt, also, und auch auf die Color Grading. Ja. Danke, Siri. Hat Spaß gemacht. Ich testen lassen, ja. Blue Spanish Eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, see, see, say you and your Spanish eyes will wait for me. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold.